Hey, ihr kleinen Agenten-Vampirchen, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swan Song. So, das Spiel hat mich hier reingeworfen, dann würde ich doch mal gucken, kann ich den jetzt vielleicht hier ausschalten, wenn ich ihn in die Elf gelockt habe? Oh, da kommt er. Yeah. Ja, Genick gebrochen. Oh, sie ist ratzfatz aber wieder oben im Luftschacht. Hogan, you can come back. I'm almost done. Hogan, how's it going? Hogan? Oh shit. Oh, fuck, fuck, fuck. Macht sie denn? Calm down, Sam. It's gonna be all right. You're safe. Focus. No need. I can manage without it. Okay. Ich sie mir jetzt schnappen hier. Ist ja der 14, oder? Ja, da ist sie. Ja, stirb! That was the last one. Oh, das war ja easy. Aber hier? Samantha Rowan, Chef IT Engineer. Samantha Rowan, IT Security Engineer. Ein Büroschlüssel. Und guck mal, sie hatte noch AirPods drin. Wen noch was? Ah, schön, Leute. Mit MM macht's auch richtig Spaß mittlerweile. She was trying to recover the data. They know I tried to hack them. Ja, nun. Zu spät. Ich kann auch wieder hochspringen, aber ich will noch mal gucken, ob hier noch was ist. Nicht, dass ich irgendwas Wichtiges verpasse, nämlich das Post-it hier. Probably a new recruit. Ein neues E-Mail-Konto erstellen. Adresse Cecilia Cross Zadgoff. Servername Sir Crip Pop Zadgoff. Passwort PTV und so weiter. Ja. Ach man, ein bisschen schade, dass sie sich ausgesaugt hat. Das wäre viel effektiver. Memo Nummer 23, Aktualisierung der sensiblen Begriffe. In der Anlage finden Sie die neue Liste der sensiblen Begriffe. Sie haben bei der Überwachung Priorität. Die Kombination mehrerer dieser Begriffe deutet in der Regel darauf hin, dass es sich bei dem zu überwachenden Subjekt um ein Mitglied der terroristischen Vereinigung handelt. Blutbank, Cam, Tetrapack, Jagd, Saft, Beißer, Prinz, Salon Rouge, Blut, Verkehr, Transfusion. Okay. Ja, gibt's ja wohl nichts mehr zu tun. Gehen wir mal raus, hä? Sind ja auch alle tot, hoffe ich jetzt. Was haben wir hier? Was? Lupina Modigan. Die ganzen anderen Leute, die hier dazu gehören. Das Licht spinnt ein bisschen. Hier noch irgendwas Wichtiges. Ein Ordner. Sitzung am 10.08.2019, Abschrift, James Bream. Sitzung am 10. August, dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Ich höre Massimo. Massimo Waterman. Die laufenden Maßnahmen machen gute Fortschritte. Wir analysieren derzeit die jüngsten Daten, die ihm ermittelt wurden. Vor kurzem sind neue Überwachungsberichte insbesondere über Brighton eingegangen. Fahren Sie fort. Für die Zielperson zuständige Zielperson zuständige Tagesagent meldete gegen 14 Uhr zum ersten Mal in seinem Dienstantritt Aktivitäten. Wir waren es gewohnt, dass Brighton nachts aktiv ist. Sein Auftauchen am helllichten Tag war zwar ein Ereignis, aber nichts Außergewöhnliches. Wie auch immer, wir verfolgen ihn weiter. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Wieso nicht? Brighton ist eine falsche Spur. Sie können den Fall abschließen und ihre Agenten anderweitig einsetzen. Mit Verlaub, ich verstehe nicht, wie das... Vertrauen Sie mir! Okay. Ich kann hier übrigens nicht schneller laufen. Oh, da hat aber jemand ganz schön viele Buntstifte. Ja, bisschen neidisch. 4.9.2019, 15 Uhr Vorladung zum Verhör, keine besonderen Vorkommnisse. 16 Uhr auf die Toilette gegangen, keine besonderen Vorkommnisse. 16.15 Uhr von Mitarbeitern verabschiedet, Ram gab das okay. Hat Rowan, Komplize Liebhaber, eine Zelle zugesteckt? 16.20 Uhr vom Sicherheitsdienst hinaus begleitet, keine besonderen Vorkommnisse. 16.35 Uhr, Zentrale per Boot verlassen. 17.45 Uhr nach Hause gegangen, Whitridge Street. 18.20 Uhr Müll rausgebracht, 21.17 Uhr am Telefon, 1.45 Uhr Licht ausgeschaltet, ins Bett gegangen, Notizen, Rowan, ASAP befragen, seine Kommunikation überwachen, Anrufe, SMS, Internet. Die haben sich auch gegenseitig überwacht, ja?
That kind of bullshit is exactly why Hazel outlawed phones. Telefonabhörung, Transkript Nummer 23. Identifizierte Verdächtige, Miranda Parks, Nummer 1, Neil, Nummer 2. Hallo? Miranda, hier ist Neil. Oh hey, ist alles okay? Das kann man wohl sagen. Hör mal, ich rufe wegen des Safts an. Du hast einen Typen erwähnt, der ein paar sündhaft gute Cocktails verschenkt. Hast du seine Nummer? Ja, ich meine, gibt es ein Problem? Es ist nur so, dass er schon ziemlich stark nachgefragt ist. Er bekommt seinen Stoff von einem reichen Kerl. Immer nur in geringen Mengen, damit er nicht erwischt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er neue Kunden will. Scheiße. Könntest du ihn fragen und sagen, es wäre was für dich? Ich habe auch Geld. Vielleicht. Wann brauchst du es? Donnerstagabend. Ich treffe mich mit ein paar Beißern von der Vesco-Gruppe. Ich will sie beeindrucken. Sie sind es gewohnt, sich von Pennern zu ernähren. Wenn ich ihnen also ein paar erstklassige Tetra-Packs besorgen kann... Ja, verstehe schon. Hör zu. Ich kontaktiere meinen Mann und melde mich dann bei dir, in Ordnung? Großartig, danke. Wir reden später. Bis später. Okay. Und deswegen sind die darauf aufmerksam geworden, wegen Tetra-Pack? They're actively hunting us. Ja, klar. Was denkst du denn? Neil. Kirill Ahler, Yuri Coppola. Eieieiei. Irgendwas ist hier. Ist gerade vernommen, dieses Geräusch. Aha. Better keep that safe. The coast looks clear. Coast looks clear. Better keep that safe. Das war's schon. Personality disorders. Maybe a child of Malkov? Von Ben Wick an James Bream, 3.9.2019, betreff Aktualisierung der Informantenakte. Sehr geehrter Mr. Bream, auf Ersuchen des Oberkommandos übermittle ich Ihnen einen Bericht über das psychologische Profil des Informanten unserer Einheit. Wir haben unsere Vermutungen auf die Gesamtheit der Interaktion mit dem Subjekt gestützt. Der sachliche und autoritäre Aspekt des Materials lässt vermuten, dass die Person hochrangige Positionen innehat und oder innehatte. Die Person ist es gewohnt, das Sagen zu haben und Befehle zu erteilen. Die Anordnung der Informationen lässt vermuten, dass diese Person mit den Abläufen des Geheimdienstes vertraut ist. Wir stellen eine eher kühle Entschlossenheit fest, es sind keine Gefühle im Spiel. Wir vermuten, dass diese Person die Geschehnisse extrem unter Kontrolle hat, weshalb wir sie dringend bitten, mit äußerster Wachsamkeit vorzugehen. Die Motive des Informanten sind noch unklar, da er oder sie alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sie nicht zu verraten. Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die jüngste Mitteilung im Widerspruch zu dem zuvor beschriebenen Profil steht. Sie deutet auf eine emotionale Impulsivität hin, die nicht mit dem Profil übereinzustimmen scheint. Schlussfolgerung, wir stellen die Hypothese auf, dass der Informant eine extrem starre psychische Denkweise hat und möglicherweise kurz vor einem Zusammenbruch steht. Es könnte eine Ermittlung in Krankenhäusern mit Patienten mit dissoziativer Persönlichkeitsstörung angestoßen werden, die kürzlich aus Einrichtungen entlassen wurden. Ja, das ist alles jetzt mehr oder weniger total uninteressant für uns. Weil, naja, wir wollen ja eigentlich nur zum Serverraum und den hacken, oder? They see themselves as heroes. Ja, Memo Nummer 25, vierteljährliche Überprüfung. Die Geschäftsleitung beglückwünscht den Nachrichtendienst zu den jüngsten Ergebnissen der Operation Swansong. Die Informationen, die ihre Einheit gesammelt hat, sind von größter Bedeutung für den Kampf gegen den Terrorismus. Ihre harte Arbeit gereicht unserer Organisation zur Ehre und hat unzählige Leben gerettet. Sie sollten stolz auf sich sein, machen Sie weiter so. Das Management, Nachrichtendienst. Ja klar sind die stolz auf sich, was denn sonst? Ich meine, man muss auch ehrlich sagen, die machen halt auch einen guten Job, nicht wahr? Inventaroperation Nest. Bei dieser Operation konnten wir Folgendes bergen. Verwaltungsdokumente, die es uns ermöglichen sollten, neue Spuren zu finden und damit neue Infektionsherde ausfindig zu machen. Artefakte, ungewöhnliche Gegenstände oder Schmuckstücke, die eine eingehende Untersuchung durch die Leopoldsgesellschaft erfordern. Mehrere Leerkörper in gutem Zustand für Forschung und Tests. Stücke und Rückstände von Leichenproben, die es uns ermöglichen sollten, unsere Kenntnisse über die Entwicklungsstadien der Infektion zu erweitern. Oh, hier sitzt wohl ein Boss, ha? Wenn ich das so angucke. Looks like SAD has its share of agitators. That's good for us.
3.9.2019. Notiz: Entlassung von Mr. Nussbaum an Mr. Joe Loveless. Sir, ich unterrichte Sie hiermit über die Entlassung von Mr. Charles Nussbaum aus der Abteilung Digitale Ermittlungsanalyse wegen schweren Verhaltens. Fehlverhaltens. Ich hatte Ihnen bereits in einer früheren Mitteilung meinen Verdacht bezüglich der Absichten dieses Agenten mitgeteilt, der von mehreren seiner Kollegen wegen besorgniserregender Äußerungen angezeigt worden war. Anscheinend waren diese Befürchtungen begründet, denn Mr. Nussbaum wurde heute Morgen bei der Durchsuchung meines Büros ertappt. Mit sofortiger Wirkung wurde er vom Dienst suspendiert und wird morgen zu einem Verhör vorgeladen. Aufgrund seiner Position in unserer Einheit und der Informationen, über die er möglicherweise verfügt, habe ich beschlossen, den Agenten unter Beobachtung zu stellen. Seine Aktivitäten, physisch und virtuell, werden von Mr. Clemens Gunt überwacht. Seine Berichte, die Anlass zur Sorge geben, werden Ihnen unverzüglich zugesandt. Mit freundlichen Grüßen, James Brehm, Direktor des Nachrichtendienstes. Habe ich ihn safe gesehen? Shit, ich habe den Code nicht, oder? Das ist ein sechsstelliger Code. Wo kriege ich den denn raus? Knacken kann ich ihn wahrscheinlich auch nicht. Ach nö. Ja. Angriffspläne vereidelt. Eine Synagoge im Visier. 5.12.2000. Es war 3 Uhr morgens, als die Antiterroreinheit unter der Leitung des Nationalen Geheimdienstes in das Haus der Ferguson Street 2566 eindrang. In diesem scheinbar friedlichen kleinen Vorstadthaus befanden sich in Wirklichkeit ein Lager mit schweren Waffen und das Hauptquartier einer rechtsextremen Gruppe. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten stellte sich heraus, dass die Verdächtigen, 3 Männer und 2 Frauen, einen antisemitischen Anschlag gegen die jüdische Gemeinde in Südboston planten. Die Verdächtigen wurden alle verhaftet. 5.12.2000. Mal gucken, ob das der Code vielleicht ist, aber ich glaube es jetzt ja nicht. Nee. Auch nicht. Ach Mann. Könnte jetzt so ein bisschen hier rumsuchen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde es nicht aufkriegen, das Teil. Wie hier alles. Donna Smith, gesichtet in Boston, Massachusetts am 30.11.2018. Gesichtet in Pittsburgh. 3.9.2019. Jüngste Informationen zufolge bereitet sie eine Reise nach Casper, Wyoming vor. Joseph Bevan, gesichtet in Boston, Massachusetts, 14.02.18 und gesichtet in Detroit, Michigan am 25.08.2018. Verließ unsere Zuständigkeit Seattle, Washington am 27.08.2018. Fall an die zuständigen Behörden weitergeleitet. John Conway, gesichtet in Boston, Massachusetts, 23.03.2018, gesichtet in Louisville, Kentucky am 2.03.2019, gefangen in Louisville, Kentucky am 10.04.2019. Er sieht ja auch fies aus hier, der mit der Brille. Hammett Townsend, gesichtet in Hartford, CT, was ist CT? Kentucky? Nee, das war KY, oh Gott, ich kenne die Bundesstaaten nicht alle. 8.06.2019, Spur ist seit dem 24.06.2019 während der Operation verloren gegangen, mit der versucht wurde, ihn zu fangen. CT, was ist CT? Cincinnati ist, ach, kann nicht sein. New Hampshire, Massachusetts, West Virginia, ich will es nur wissen. Columbus, hier ist Cincinnati, das ist Cincinnati. Indianapolis, Bloomington, ist auch egal. Ist auch egal. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Theodor Sachs, gesichtet in Boston, Massachusetts am 14.12.2018. Zum letzten Mal gesichtet in Baxter State Park, ME, Maine, wahrscheinlich, weiß ich nicht. 16.12.2018, das ist vermisst gemeldet, aber Maine ist ja kein, ist ja eine Stadt. Egal. Maine ist über Boston auf jeden Fall. Verschlossen. Ah, das ist dann ohne Wiederkehr. Okay, okay. State Kit. Zu spät für die Agenten hier. Ich brauche kein First Aid mehr. Wusch. Die ist halt echt agil.
Und ja, das passt halt jetzt auch nicht unbedingt immer zu Toreador, will ich nur sagen dazu. This goes too high, even for me. Ja, okay. Geschwindigkeit komme ich hier auch nicht weiter. Ach, Kinder, ich will den Safe noch aufkriegen, verdammt. This is a waste of my time. Ja. Also nur mal so jetzt. Ich will den Safe noch aufkriegen, einfach weil... Natürlich ist da innen ein Papier drin oder so, was gar nicht relevant ist für uns. Jetzt kann ich die Klappen auch nicht mehr öffnen. Ist ja auch sinnlos. Ein Zettel passiert. Die Ratte tot? Ja, leider. Okay, dann gehen wir halt runter. Ich werde es rausschneiden. Ich will nochmal ganz kurz die Dokumente abklappern. Vielleicht finde ich ja den Code für den Safe noch irgendwo. Yo, Leute, ich habe gerade noch was festgestellt. Und zwar, hier ist was. Hier kann ich was lesen. Der Typ hat ja irgendwas hier versteckt. Ich habe das nochmal... Ah, Sam, ich schreibe dir für den Fall, dass etwas schief geht. Es ist mir gelungen, an den Code für Bram's Safe zu kommen. Die Quelle, von der ich ihn erhalten habe, scheint zuverlässig zu sein. Jetzt muss ich ihn einfach ausprobieren. Du findest das Ganze vermutlich zu riskant, aber das ist mir egal. Ich muss wissen, was sie uns verheimlichen. Diese ganze Geheimnistuerei um die Leerkörper, den Terrorismus, ich ertrage das nicht mehr. Ich brauche Antworten. Ich will wissen, wer diese Leute wirklich sind. Warum die Kirche darin verwickelt ist. Warum sie systematisch unsere Berichte fälschen. Ich weiß, was mich erwartet, wenn ich Mist baue, also bitte ich dich. Wenn das hier schief geht, übernimm für mich. Ich vertraue niemandem sonst. Wenn es eine Person gibt, die mit Sicherheit da erfolgreich sein wird, wo ich versagt habe, dann du. Ich hoffe, alles läuft gut und du musst diese Nachricht niemals lesen. Aber falls nicht, sei vorsichtig. Die Führungskräfte haben ihre Augen überall und die ganze Abteilung in der Tasche. Charles. Ach, Nussbaum war das, ne? PS 050211. Okay, das ist der Code für den Safe, hoffe ich. Ja, Tresor vom Direktor des Nachrichtendienstes. Alles klar. Voll gut. Hat sich ja doch noch gelohnt, dass ich geguckt habe, sonst hätte ich das jetzt verpasst. Auch wenn es wahrscheinlich wirklich nicht relevant ist. Also ich hoffe, dass es relevant ist, aber... Ist ja oft so, wenn man hier irgendwas aufknackt und es ist auch nicht so ganz klar für mich, wo die Erfahrungspunkte immer herkommen. Von den Aktionen hier. Jo, das war's. Oh! Vial of blood, with a note. Send back to forensics by Monday. They must have picked this up after the attack. Nice. Better not leave it here. Joe, der Abschluss des Falls Brighton hat mehr Fragen aufgeworfen, als ich dachte. Waterman versucht mich umzustimmen, indem er argumentierte, dass seine Leute meine Entscheidung nicht verstehen und sich ausgegrenzt fühlen. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Aus der Sicht eines Außenstehenden ergibt das alles keinen Sinn. Sie sind so engagiert und motiviert. Zu hören, dass das Management ihre Bemühungen ohne triftigen Grund zunichte macht, muss schwer zu ertragen sein. Manchmal denke ich, es wäre so viel einfacher, wenn sie es wüssten. Ich weiß, dass sie nicht der Meinung oder nicht einer Meinung mit mir sind, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir effektiver wären, wenn die Abteilungsleiter Bescheid wüssten. Sie können ihre Teams besser managen, wenn sie wissen, worauf sie zuerst achten müssen. Und wie im Fall Brighton, wenn sie wüssten, wie sie falsche Hinweise erkennen. Es würde wertvolle Zeit sparen. Zeit, die auf andere Dinge besser verwendet wäre. Lassen Sie mich wissen, was Sie darüber denken. James. Ja, das wissen wir schon, dass er Corvus heißt. James, ich habe den Bericht zu Ihrem Team über diesen Corvus erhalten. Es ist in der Tat faszinierend. Ich muss zugeben, dass ich mich mit der Situation nicht ganz wohlfühle. Diese Person scheint viel zu wissen. Entweder ist er einer von Ihnen oder er weilt schon sehr lange unter Ihnen. In beiden Fällen müssen wir äußerst vorsichtig sein. Auf jeden Fall bin ich mir aber der bemerkenswerten Gelegenheit bewusst, die sich uns hier bietet. Sie haben meine Erlaubnis, Ihre Ermittlungen fortzusetzen. Analysieren Sie weiterhin die Daten, die Ihnen diese Person übermittelt. Ich werde mich mit einigen Profilern in Verbindung setzen und versuchen, ein Profil des Informanten zu erstellen. In Anbetracht der Bedeutung dieser Angelegenheit werde ich unsere Ergebnisse wahrscheinlich an den Vatikan weiterleiten müssen. Sie können davon ausgehen, dass Sie bald mit diesen Beat-Brüdern arbeiten werden. Joe. An E-Mail-Adress. Rafa should be able to do something with this. Aha, sehr geehrter Mr. Brame. Hier finden Sie die E-Mail-Adresse für Ihre vertraulichen Mitteilungen. Sie ist für Ihre Korrespondenz mit allen Leitern der Organisation im In- und Ausland zu verwenden. James Brame,
Zek@zgov. Rafa, do you copy? Loud and clear. Can you hack an email address? A 3-year-old could do it in their sleep. Get me the incoming server, and I'll do it. I'll get back to you. Wait, have you heard from Saul? Yeah. They made it in. Their radios are off, so they won't be detected. Oh. Well, keep me posted. Over and out. Oh, komm schon, ernsthaft? Du lügst ihn an? Ah, ist nicht cool. Ich meine, gut, hätte sie jetzt gesagt, dass alle tot sind. Auch nicht cool, aber... Einfach so... Ja. Wir werden sehen, für was es gut war. Ich hoffe, wir sind jetzt hier fertig. Wäre ich echt ein bisschen genervt. Come on, hurry up. Ist das jetzt ihr letzter, oder ist... Nee... Vielleicht kommt ja danach noch eins. Also irgendwie kriegt jetzt jeder so ein kleines Schnippchen noch ab, kann das sein? Von dem was zu tun ist, meine ich. That was pretty clever. I'll give you that. What? I warned Saul to watch her back, but she trusted you. You bitch. I was following orders. I didn't want... Go fuck yourself. Oh nein, you natürlich. Fucked everything up. Oh, ich hätte echt alleine hierher gehen sollen. Aber dann wäre es vielleicht nur schwerer geworden. Gibt's einen Fehlschlag? Nee. Du hättest mehr Informationen über den Verräter finden können. Wie denn? Du konntest den Tresor des Direktors und Nachrichtendienst öffnen. Du hast herausgefunden, dass der Codename des Verräters Corvus lautet. Resonanzbonus Präsenz. 20 Erfahrungspunkte. Und wieder Galeb. Oh Mann, ey. Das ist doch ätzend. Ich kann halt nichts mehr skillen, so wirklich. Einschüchtern kann ich skillen, ja. Das war's, aber dann auch. Aus 70. Brauch 70. Brauch 120. Cool. Überzeugen, Rhetorik, ist alles Quatsch. Sicherheit, Technologie oder Einschüchtern? Ich nehme Sicherheit. Ist doch kacke. 2:30 Uhr. Z-Basis. Oh, er sieht so fies aus. Oh, nö. Muss ich jetzt einfach so reinmarschieren? Ich drehe mich am besten so, dass sie mein Gesicht nicht direkt sehen, hä? I didn't expect to find something like this here. Okay, was? Alter. Hey, a creature of the night. Just kidding. We don't see a lot of agents around here, especially in the middle of the night. Essenszeiten. Frühstück von 6:30 Uhr bis 8:30 Uhr. Mittagessen von 11 bis 13:30 Uhr, also 11:30 Uhr. Ist ja auch egal. Zimmerregeln, Reinigung des Gemeinschaftsbereichs und so weiter. Ah, aber er sieht doch, dass sein Gesicht total im Eimer ist. Your burn marks. Did the blank bodies do that to you? Yes. My last job didn't go so well. I heard you complaining before. Oh, it wasn't important. It's just Paula. I don't know her. Paula Nielsen, Stanford's protege. Aha. You look tense. Does she bother you? Only when she wakes us all up with her screams in the middle of the night. Why? She has nightmares. It's not the first time. Stuff from her previous life. We all went through some bad shit. But she's having a hard time getting over it, despite Stanford's help. Ist ein bisschen schlecht abgemischt, wenn man ihn nicht sieht, ist er sehr leise. In what way does he help you? He listens to us, for starters. I was forced to do stuff that I'm sorry about. Awful things. Stanford doesn't judge me. He knows it wasn't me. I was under the influence of one of those beasts. Ah, er ist ein Ghoul. What did they make you do? Oder war ein Ghoul? I
rather not talk about it. I don't know you. What are you looking for at this time of night? I need to see Stanford. Do you know where he is? No, but I bet Paula does. She always needs to talk to him when she wakes up like that. I saw her go into the reconciliation room. Thank you. I'm gonna stay here a minute. I need to calm down. I hope Paula'll knock it off. Okay. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, jemanden wie Sie kennenzulernen. Sie haben so viel durchgemacht, aber jetzt sind Sie eine Inspiration für andere. Es ist einfach unglaublich. Danke für alles. Wir sehen uns in einem anderen Leben wieder. Homer. Damn it. Out of sugar. Als ich hier ankam, dachte ich, ich sei allein und dass alles sinnlos sei. Also, dass das alles sinnlos sei. Aber wenn ich all denen, die nach mir kommen, nur eines mit auf den Weg geben könnte, dann wäre es dies. Hab Vertrauen. Seine Seele zurückzubekommen ist eine unglaubliche Sache. Das ist es wert. Preston Thomas. Ich weiß nicht, wie mein Leben sein wird, aber ich weiß zumindest, wie es nicht sein wird. Ein langer, dunkler Weg voller Schuldgefühle und Gewissensbisse. Es kommt mir vor, als wäre ich erst gestern hier angekommen. Und doch muss ich diesen Ort und diese Menschen, die mir so sehr geholfen haben, schon wieder verlassen. Ich hoffe, dass diejenigen, die nach mir kommen, ihren eigenen Weg finden werden. Ein Amok. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu begreifen, was Monsignor Stanford uns hier anbietet. Machen Sie nicht dieselben Fehler wie ich. Vertrauen Sie ihm. Omar Köhl. Entspannungsübungen. Legen Sie sich hin und schließen Sie die Augen. Spannen Sie jeden Muskel Ihres Körperteils nacheinander an und entspannen Sie ihn wieder. Beginnen Sie mit den Fingern einer Hand, spreizen Sie sie und entspannen Sie dann nach und nach wieder. Visualisieren Sie den Teil Ihres Körpers, an dem Sie arbeiten. Konzentrieren Sie sich darauf, wie es sich anfühlt, die Muskeln zusammenzuziehen und zu entspannen. Führen Sie dies 5 Minuten lang durch und wechseln Sie dann in einen anderen Körperteil. Füße, Beine, Arme, Gesicht. Atemübungen. Setzen Sie sich mit gekreuzten Beinen auf den Boden. Atmen Sie tief ein. Atmen Sie aus. Atmen Sie erneut ein. Ziehen Sie Ihre Bauchmuskeln zusammen und atmen Sie dann scharf aus. Atmen Sie normal. Sobald Ihr Bauch entspannt ist, wiederholen Sie die Übung. Vertrauensübung für Partner. Ein Teilnehmer dreht dem anderen den Rücken zu. Beginnen Sie mit einem geringen Abstand zwischen den Teilnehmern und vergrößern Sie ihn dann nach und nach. Ja, vergrößern Sie nach und nach den Abstand. Wenn Sie bereit sind, lässt sich der vordere Teilnehmer nach hinten fallen und streckt die Arme zur Seite. Der hintere Teilnehmer fängt den vorderen Teilnehmer an den Armen auf. Keiner der Teilnehmer darf seine Füße bewegen. Als nächstes tauschen die Teilnehmer die Rollen. Ja, gut. Breathing your way to inner peace. A book by Barton Fields. That's unexpected. Okay, es ist quasi eine Therapierunde hier. This is a safe place. Please respect that. Speak freely, trust. Was? Was ist Releptation? Was soll das heißen? Keine Ahnung. Breathing exercises meditation. That's not my style. Have you tasted this coffee? It's terrible. Hat er gerade seine Gedanken gelesen? Der hat den Mund nicht bewegt. Das hat echt eine Therapie hier, krass. All of these notebooks are full? That must have taken some time. Von mir an Mr. Stanford. Betreff Kyle Baines. Hochverehrter Monsignore, Kyle beginnt sich zu integrieren. Er hat mir erzählt, dass er mit Paula geredet hat und ich glaube, ihre Unterhaltung hat deutliche Spuren an ihm hinterlassen. Ich gehe davon aus, dass sie seine Fortschritte bei ihrer nächsten Unterredung mit ihm selbst bemerken werden. Jim. Von Stanford an mich. Betreff Kyle Baines. Jim, ich bin einigermaßen besorgt um Kyle Baines, unseren neuesten Zugang, also Neuzugang. Aufgrund der aktuellen Situation war es mir bisher leider nicht möglich, ihm die Zeit zu widmen, die er verdient. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie besonders sorgfältig auf ihn aufpassen würden. Seine Situation unterscheidet sich ein wenig von der anderen, denn er ist in der Gefahr, in der er sich befand, nicht wirklich bewusst. Er ist sich der Gefahr befand. Aber das ist kein Grund, sich nicht um ihn zu kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Walter Stanford. Von mir an Kyle. Willkommen. Also erstmal ganz unten. Hier ist ein Code. Dein Code, wie versprochen. Deine Instrumente sollten diese Woche hier ankommen. Hoffe, du lebst dich gut ein. Wow, ein internes Netzwerk. Wie cool. Können wir hier noch irgendwie Serien oder sowas anschauen? Dafür muss ein Sonderantrag gestellt werden. Wir haben keinen Zugriff auf das externe Netzwerk. Ich habe ein paar auf einem USB-Stick. Ich mache eine Liste davon für dich. Lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Ich bin schon eine Weile hier. Also bin ich so etwas wie unser Wortführer. Smiley. Ja, wo geht's denn los? Erstmal.
28.07. ganz unten, würde ich sagen. Ja, ist ein bisschen komisch, dass die Mails halt andersrum gesortiert sind. Von Paula Nielsen an mich. Hallo Jim, danke für alles. Es gibt ja was, wovon ich dir noch nicht erzählt habe. Ich habe oft schreckliche Albträume, die mich mitten in der Nacht wecken. Ich glaube nicht, dass das sehr interessant ist, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es einen Zusammenhang gibt. Was denkst du? Komm und sprich mit mir oder dem Monsignor darüber, wenn du willst. Selbst mitten in der Nacht, wir sind für dich da. Hey Jim, ich hatte wieder diesen Albtraum, aber ich habe Angst, Stanford schon wieder davon zu erzählen. Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment nicht die geringsten Fortschritte mache. Natürlich nicht. Der Monsignore wird niemals müde, darüber zu reden. Wenn es ein wiederkehrendes Problem ist, kannst du ihm davon erzählen. Das darfst du nicht für dich behalten. Auch mir fiel es anfangs schwer, mit ihm zu reden. Er kann ziemlich furchteinflößend wirken. Aber du wirst lernen, dich ihm zu öffnen und dann wirst du schon sehen, wie gut es dir tun wird. Es hilft wirklich. Von F. Lloyd an mich. Jim, Paula weckt mich jede Nacht auf. Ich weiß, dass es kompliziert ist, aber können wir da nichts dagegen tun? Wir werden Geduld mit Paula haben müssen. Sie hat ganz andere Erfahrungen gemacht als wir und wir müssen für sie da sein, so wie wir auch für dich da sind. Ich kann nach Ohrstöpseln fragen, wenn du willst. Lass gut sein, mit diesen Dingen kann ich nicht schlafen, danke. Okay. Das ist Jim. Hey Jim. Better not wake him. Hey Jim, Almond Milk. Trink Mandelmilch. There's something written on it. Forever yours. Signed by Nina. Ist denn wichtig? This notebook is blank. Ah, dass ich ihn nicht wecken kann. Oh Mann. Ist auch gar nicht kommentiert, wie er aussieht. Ich meine, er hat sich ja noch gar nicht gesehen, so wirklich. Scheint ihm egal zu sein auch, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh, ein sicheres Gebietchen. Kann ich jemanden aussaugen? Oder mehrere? Aber es ist nur eine Person Platz, glaube ich, hier. Ordentlich und schön die Sachen hier sind. Ist ja wie ein Hotel. Wie so ein Resort. Reconciliation Room. Ah, da ist Paula drin, ne? Looks like it could be valuable. Die Gitarre? War gut, wenn du meinst. Kyle, freut mich sehr, dass Sie sich uns angeschlossen haben. Sie werden schnell merken, dass wir hier ein Verhältnis schaffen wollen, das auf Vertrauen aufbaut. Ich werde Sie so bald wie möglich, oder ich werde Sie bald persönlich begrüßen kommen. Dann können wir so lange reden, wie Sie möchten. In der Zwischenzeit wenden Sie sich bitte an Jim. Er ist schon lange bei uns und war immer eine gute Stütze für die anderen. Walter Stanford. Austin Knights, Strophe, am F-E-E, Refrain, am F-G-F-E-M-F und ja, 3.9.21. Paula ist ein nettes Mädel. Sie hat mir erzählt, was sie mit Helena alles durchgemacht hat und ich verstehe jetzt, was ich alles vermeiden konnte. Ich würde gerne in Kontakt mit ihr bleiben, wenn das alles hier vorbei ist, aber mir ist bewusst, dass das nicht möglich ist. Ja. A selection of contemporary music. Ugh, how awful. Oh, was? Ein Dietrich? A heavy smoker. Or someone who's stressed. Oder jemand, der seinen Aschenbecher nicht regelmäßig sauber macht. So. The decor is soothing. This place is full of surprises. Ja, für dich ist es wohl eher beunruhigend, weil Sonne und so, ne? Ey, da guck ich mal diese Zimmer an, ey. Wird schon wieder neidisch. This need to write everything down. Is he afraid to forget something? Wer weiß? Aha, Anna. Pictures. As if to help someone remember. Lieblingsrestaurant, Hochzeit, was? Cap Cop? Mr. Fluffy, Public Garden Hospital, Sub. Ja. Pills. Needs help sleeping. Aha. Könnte ich auch gebrauchen. Ja, das Bild ist cool. Zebrafrau. Ja, aber so von der Idee ganz nett. Oh, was haben wir hier? 10.07.21. Woher kann ich wissen, was mich antreibt? War ich es, der beschlossen hat, dieses Notizbuch zu schreiben? Sind dies meine Gedanken? 10.08. Ich kann mich nicht erinnern, diese Sätze geschrieben zu haben. Es könnte ein Beweis dafür sein, dass diese Bestie immer noch in meinem Verstand lauert. Ich will nicht, dass das nochmals geschieht.
Ich muss sie für ein für alle Mal loswerden. Es nur niederzuschreiben reicht nicht, um es auch wahr werden zu lassen. 17.8. Ich habe Paula heute angeschrien. Sie hat mich nach einem ihrer Albträume aufgeweckt. Ich habe Schlafprobleme und wenn ich einmal aufwache, kann ich nicht wieder einschlafen. Es war dumm von mir. Ich werde mich morgen früh bei ihr entschuldigen. 23.8. Meine Konzentration hat sich in den letzten paar Tagen deutlich verbessert. Ich erinnere mich an all die Gespräche und an die Übungen von Stanford. Da bin ich ja vielleicht doch kein hoffnungsloser Fall. Wenn das funktioniert, weiß ich nicht, ob ich dem Monsignore danken soll, aber ich muss etwas tun. Wie kann man jemandem wie ihm danken? 31.8. Hatte erneut einen Rückfall. Ich habe vergessen, was Jim zu mir gesagt hat. Ich glaube, ich war wütend. Ich darf nicht mehr wütend werden. Stanford glaubt, es könnte mit meinem Zustand zusammenhängen. Okay. Vielleicht hat ihm mir jemand gesagt, er soll alles vergessen oder hat jemand Präsenz genutzt, also wenn True oder vielleicht Toreador, weiß nicht. Niemals vergessen. Kyle Clover, Transplantation. Gail Moore, diagnostische Operation, Tumor entfernt. Oh, war er vielleicht ein Chirurg? Niemals vergessen. Alles klar. Interessant, wie gesagt, was hier so abgeht. Oh, warte mal, da ist noch eine Tür. Es hat echt so ein Therapiezentrum. Aha, was haben wir denn da? The picture is in bad shape. It must not be recent. Das ist ein Kind. There's a name on it. Adam. Oh Mann. Aha. Adam, ich weiß nicht wirklich, warum ich dir nach all dieser Zeit schreibe. Ich habe einige gute Menschen getroffen, die mir sagten, dass es eine gute Idee sei. Nach langem Zögern schreibe ich dir nun endlich, aber ich bin mir nicht sicher, was ich dir über mich erzählen soll. In den letzten 10 Jahren ist eine Menge passiert und ich schätze, auch du hast dich sehr verändert. Ich würde dich gerne wiedersehen, irgendwann einmal. Mom. Adam, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich dich in den Schlaf gewiegt habe, wenn du Albträume hattest. Nun ist es deine Mom, die Albträume hat. Ah, das ist Paula. Wo bist du, Adam? Wo bist du, um mich zu trösten? Ich bin wieder einmal schreiend aufgewacht. Das ist so eine blöde Idee. Adam, ich muss es versuchen. Ich glaube, es hat mir wirklich sehr geholfen, mit dem Monsignore über dich zu reden. Er hat mir gesagt, ich solle dir weiterschreiben, selbst wenn du es nie lesen würdest. Mein Alter macht sich langsam bemerkbar. Die ewige Jugend, die mir versprochen wurde, ist nicht mehr als eine ferne Erinnerung. Ich habe ein paar Falten in den Augenwinkeln bekommen, aber ich denke, das ist gut so. Es wäre zu seltsam gewesen, wenn du schneller gealtert wärst als ich. Du musst mittlerweile ein sehr gut aussehender junger Mann sein. Deinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ich vermisse euch beide, nun da ich alleine bin. Jim sagte mir, dass unser Verstand nur an den guten Erinnerungen festhalten würde, dass wir sogar die Dinge vermiesen würden, die wir einst unerträglich fanden. Vielleicht hat er damit recht. Ich hab dich lieb. Adam, ich bin müde. Ich schlafe nur schlecht. Nachts starre ich in meinem Zimmer an die Decke und summe das Schlaflied, das ich dir immer vorgesungen habe. Es war ein altes Seemannslied, das mein Vater immer gepfiffen hat. Du mochtest es sehr. Es hat dich immer beruhigt. Manchmal beruhigt es auch mich. Ich würde so gerne einfach an Bord eines Bootes springen und zu dir segeln. Wir könnten gemeinsam die Welt umsegeln. Ich weiß, dass das nie passieren wird. Auf bald. Boah, das ist voll traurig. Ich meine, sie hat sich wahrscheinlich nicht ausgesucht, ein Ghoul zu werden. Ja, und jetzt ist sie auch ein Vampir. This bracelet looks old. There's an H engraved inside. Ja, vielleicht von ihrem Mann oder so. 24.07.21. Ich habe heute an Adam geschrieben. Es ist schwerer, als ich dachte. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass er es eines Tages alles liest. Ich weiß nicht, was mich davon abfällt, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu besuchen. Ich weiß nicht einmal, ob er noch in unserem Haus lebt. Monsignore Stanford hat mir versprochen, er würde mir von ihm erzählen, sofern er ihn finden kann. Es geht ihm gut. Es muss ihm gut gehen. Ich würde es spüren, wenn es nicht so wäre. 27.07. Ich hatte wieder einen Albtraum. Tagsüber fühle ich mich besser. Ich denke weniger an sie. Aber nachts erinnere ich mich immer an die Zeit, die ich mit ihr verbracht habe. Die Reise quer durch das Land war die eindrücklichste Erfahrung meines ganzen Lebens. Jede Nacht dachten wir, wir würden bis zur nächsten Nacht überleben. Und doch fanden wir jede Nacht einen Weg, um es zu überstehen. Es war ein Abenteuer. Mit all den Herausforderungen und Zweifeln, die damit einhergingen. 1.8. Heute hat mir Frank erzählt, was er getan hat. Nun, er war nicht wirklich er. Es ist schrecklich. Ich wusste, zu was sie fähig waren, aber das ist wirklich unerträglich.
Ich schäme mich. Ich schäme mich so sehr dafür, was ich zu bekommen hoffte. Ich muss mit Monsignore Stanford darüber reden. 4.8. Ich habe großen Respekt vor Monsignore Stanford. Jeden Tag kommt er zu uns und hört uns zu. Wenn ich ihn mitten in der Nacht rufe, kommt er. Wenn ich weine, so tröstet er mich. Und gleichzeitig findet er noch die Kraft zu kämpfen. Er ist ein großer Mann. 16.8. Heute habe ich Dr. Favarone getroffen. Hinter ihrem herrischen Äußeren verbirgt sich eine Frau mit einer unglaublichen Lebensgeschichte. Sie erzählte mir, was sie im Nahen Osten gemacht hat. Sie hat ihr Leben dem Ziel gewidmet, das Leben derjenigen zu verbessern, denen alles weggenommen wurde. Ja, jetzt ist sie tot. Neben ihr fühle ich mich so klein und unbedeutend. Ich bin nur zu Demonstrationen gegangen und habe Transparente in meine Fenster gehängt. Ich habe nie mein Leben auf dem Schlachtfeld riskiert, um Verwundete zu versorgen. Ich habe mich nie einer Epidemie ausgesetzt, um Familien zu retten. Die Leute hier repräsentieren das Beste der Menschheit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verdient habe, dass sie mir Aufmerksamkeit schenken. Ich habe solche Angst davor, sie zu enttäuschen. 21.8. Es ist immer derselbe Albtraum. Ich will nicht einmal mehr zu Bett gehen. Ich weiß, dass diese Visionen zurückkommen und mich verfolgen werden. Ich kann das nicht mehr ertragen. 1.9. Monsignore hat mir die Neuigkeiten von Adam berichtet. Es geht ihm gut. Ich bin hin und her gerissen. Ich muss nachdenken. Oh Mann. Also ja, wenn man es so sieht, die machen natürlich echt gute Sachen hier und helfen den Menschen, die unfreiwillig vielleicht versklavt wurden als Ghule. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt, wie man es macht vielleicht, aber naja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ob die hier Gutes vollrichten oder vielleicht auch schlechte Sachen machen. Ich meine, im Endeffekt sind die Vampiren ja nicht gerade ein Heil für die Menschheit, sondern das Gegenteil. Ich danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren und bis dann mit Swansong. Tschüss.